Hallo, ein neuer Tag, ein neues Ziel. Heute kaufen wir ein Mercedes. Nee, Quatsch, wir gehen in den Zoo. Wir gehen nicht in den Zoo. Weil die Schlange ist hier hinten. Und da vorne der Eingang. Und wir gehen morgen früh um 9 hier hin. Dann können wir uns gleich am Anfang in die Schlange stellen. Des Westens. KDW. KDW, genau. Da ist es. Das heißt ja wirklich KDW. Ja. Ja, wir haben jetzt den Check von Schaden gesichtet. Damit ist eigentlich komplett Berlin abgeschlossen. Eigentlich hat Christa jetzt alles gesehen. Gestern war ich nochmal. Und heute ist es. Und deswegen. Das war doch auch nicht so spannend wie gestern. Weil es alles nicht klappt, aber morgen wird es krass, morgen gehen wir in den Tierpark. Update! Wir sind jetzt in der Nähe. In Tempelhof. Also in diesem Stadtviertel. Und wir werden jetzt gleich zu dem alten Flughafen fahren oder gehen oder wie auch immer. Um uns diesen Platz mal anzugucken, der ja fast abgerissen worden wäre oder platt gemacht worden wäre. Das Denkmal der Luftbrücke. Stunden später auch endlich in Tempelhofer Feld angekommen. Ja, eigentlich, was soll man von so einem Flugplatz erwarten? Das Ding hat zwei Start- und Landebahnen, ist eine verdammt riesige Fläche. Da hinten fliegen Leute Drachen. Da hinten ist sogar noch ein Flugzeug. Und die fliegen nicht Drachen. Die fahren da mit so komischen Boards durch die Gegend auf dem Rasen da. Das war ein genialer Abend im Budzinski beim Impro-Theater. Es war super witzig. Emerentias Erben haben da super Arbeit geleistet. Zumal die Räumlichkeiten zwar eng, aber trotzdem total schön waren. Was dazu kommt, der Eintritt war komplett kostenlos. Wenn ihr irgendwann mal in Berlin seid, jeden zweiten Dienstag treten die hier im Budzinski auf. Jeden ersten und dritten im Monat, oder nicht? Oder jeden ersten und dritten, ja. Guckt ins Internet. Also ist jeder zweite, aber jeder erste und dritte. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Im Hotelzimmer wird es nicht mehr so spannend. Und bis morgen im Tierpark. Tschüss.